Hallo und liebe Grüße aus der Wohngruppe 273. Hallo. Wir zeigen euch, Isabel und ich, Fenja, heute, wie man einen leckeren Schokotassenkuchen macht. Dafür braucht ihr eine Tasse, einen großen Esslöffel und dann haben wir noch ganz viele andere Zutaten, die zeigen wir euch gleich. Ein Ei in die Tasse. Dann kommen 2 Esslöffel Milch. 1, 2. Ein Esslöffel Nutella oder eine andere Nougatcreme. So. Ein bisschen Backpulver. 2 Esslöffel Öl. 1, 2. Dann kommen noch 3 Esslöffel Zucker. Muss auch schön süß sein alles. Oh, und ich bin dran. 2 Esslöffel Mehl. So, 2 Esslöffel Mehl noch dazu. Als letzte Zutat, glaube ich, ne Fenja? Na, wir haben noch den Kakao. Oh ja. Ich glaube auch schön Kakao. So, 2 Esslöffel. So, Kakao-Upala, machen wir ein bisschen Chaos. So. Na, jetzt haben wir einen leckeren, schönen Matsch. Der muss jetzt ordentlich durchgerührt werden, dass es einen leckeren Teig am Ende ergibt. So, wenn das Ganze schön durchgerührt ist, haben wir hier einen schönen, leckeren Teig. Dann kommt das Ganze in die Mikrowelle. Und nicht auf der höchsten Stufe, für 3 bis 5 Minuten, je nachdem wie viel Leistung die Mikrowelle hat. Wir haben da schon was vorbereitet. Am Ende sieht das Ganze dann so aus und man hat einen leckeren, leckeren, schönen Schokokuchen. Oh, Fenja ist gerade nicht da.